Hi, ich bin Annabel Frenzen und heute erzähle ich euch etwas über mein Team. Zu meinem Team gehört ganz klar auf jeden Fall meine Familie. An erster Stelle meine Mama. Meine Mama ist wirklich so ziemlich alles hinter meinem Erfolg. Also sie ist meine Managerin, würde ich sagen. Sie macht meine Glückszöpfe. Also ich kann auch selber einflechten, aber wenn meine Mama die Zöpfe macht, dann habe ich nochmal ein besseres Gefühl. Meine Mami hat mir im Prinzip von klein an Unterricht gegeben und hat mich so aufs Pferd gesetzt, wie ich heute auf dem Pferd sitze. Und ist auch heute noch ja, sehr für die Feinarbeit zuständig. Also sie ist halt diejenige, die immer noch mal mich wirklich fürs, ja, immer möchte, dass ich wirklich schön reite. Meine Mami hat mal zu mir gesagt, sie möchte keinen Ritt von mir verpassen. Und ja, sie ist wirklich mit allem dabei und unterstützt mich, wo sie nur kann. Dann ist mein Papi unheimlich wichtig für mich. Also mein Papa ist einfach ein Pferdemann durch und durch. Also der kann unheimlich gut mit Pferden umgehen und ja, die Pferde lieben und respektieren ihn auch. Also wenn er bei uns auf der Weide einmal pfeift, dann kommt eine ganze Herde angaloppiert. Und ja, er hat halt einfach eine unheimliche Verbindung zum Pferd und auch ein, ja, er hat eigentlich für jedes Problem hat er irgendwo eine Lösung. Und er setzt sich halt auch gerne mit schwierigen Pferden auseinander und hat da unheimlich viel Geduld, die auf den richtigen Weg zu bringen. Und ja, durch ihn habe ich so ein bisschen gelernt, mich mit schwierigen Pferden auseinanderzusetzen und auch keine Angst zu haben. Also ich bin da doch relativ mutig, würde ich sagen. Ja, dann gehört auf jeden Fall meine Schwester auch zu meinem Team. Meine Schwester ist so der kleine Rebell in der Familie, würde ich sagen. Ja, aber sie ist auch ein sehr ehrlicher und direkter Mensch. Ja, wenn ihr irgendwas an mir nicht passt oder ich manchmal ein bisschen zu verbissen sehe und irgendwas ja, nicht so locker sehe, dann sagt sie mir das auch. Und sie sagt mir das auch ziemlich direkt, manchmal auch ein bisschen zu direkt, wie ich finde. Aber ich sage da nicht was gegen, weil eigentlich hat sie dann eh den dickeren Kopf am Ende. Aber so still und heimlich nehme ich das dann immer ja, doch sehr, ja, nehme ich mir das sehr zu Herzen und versuche das dann halt auch irgendwie zu ändern. Meine Oma und mein Opa gehören eigentlich auch dazu. Also sie kommen, solange es geht, immer zu allen Turnieren mit. Das sind, würde ich sagen, so meine größten Fans. Dann würde ich Monika Teodorescu auch zu meinem Team zählen. Das ist wirklich sehr wichtig für mich, dass sie uns so toll unterstützt auf den Turnieren. Und es bringt mich wirklich immer einen Riesenschritt weiter, wenn ich von ihr nochmal Tipps auf dem Turnier bekomme oder einfach 3 Tage zum Training zu ihr fahre. Das ist schon wirklich sehr gut und das weiß ich sehr zu schätzen, dass ich da die Möglichkeit habe, hinzufahren. Auch wenn es mal nicht gut klappt oder ich irgendwas ja nicht wirklich hinbekommen habe und sehr traurig bin, dann die können mich wirklich gut wieder aufbauen und mich wieder auf meinen Weg zurückbringen und dann geht es weiter mit denen. Mit denen kann man, glaube ich, noch viel erreichen und ja, das ist schon ein tolles Team, würde ich sagen. Und dazu gehören natürlich auch noch unsere Mädels hier im Stall, die wirklich hinter den Kulissen auch die Pferde mitreiten und mir schon mal den einen oder anderen auch fertig machen. Und natürlich auch meine Freunde, die gehören auch dazu. Wir haben, glaube ich, auch als Familie sehr viel durch meinen Sport auch dazugelernt. Ich meine, meine Eltern sind beide, mein Papa auch bis Grand Prix geritten und meine Mama bis zur schweren Klasse. Aber ich denke, dadurch, dass ich jetzt wirklich auch in den großen Sport reinschnuppern kann, wir lernen als Team auch jedes Turnier was dazu. Also man kann auf jedem Turnier was mitnehmen, allein wenn man nur auf dem Abreiteplatz guckt und einfach dabei ist. Wir lernen als Team dazu und können uns dadurch halt auch weiterentwickeln. Wohin? Ja, ich denke mal, mit denen kann es wirklich noch weit gehen und es ist natürlich auch immer die Frage, ob man dann halt auch den passenden Sportpartner und das passende Pferd dabei hat. Aber ansonsten, an dem Team soll es nicht liegen.